haben uns anfangs und am Ende schwer getan. Da war es relativ ausgeglichen und dann hatten wir so 20 Minuten vor der Pause hatten wir wirklich eine Phase, wo es dann auch 4-5-0 hätte stehen können. Da haben wir endlich mal wieder unseren richtig schönen Angriffsfußball ausgelebt. Die drei Tore, da haben wir alles klar gemacht. Zweite Halbzeit ein bisschen Faden verloren und trotzdem würde ich sagen, sehr verdienter Sieg. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir ein super Spiel gemacht. Wir haben genau die Räume gefunden und bespielt, die wir haben wollten. Haben immer wieder auch die Tiefe gesucht. Ich glaube, dass wir ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Dann auch verdient die Tore. Ich glaube, hätte vielleicht sogar noch eins mehr sein können in der ersten Hälfte. Und ja, zweite Halbzeit mussten wir ein bisschen mehr verteidigen, haben wir aber auch gut gemacht. Bis aufs Gegentor haben wir eigentlich nicht so viel zugelassen und hätten vorne vielleicht auch noch ein viertes machen können. Ja, es war relativ offen noch zu Beginn. Ich fand, dass wir schon auch das Gefühl hatten, oder wir können durchkommen, wir können unsere Angriffe durchbringen, durchkombinieren. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass Osnabrück in Ballbesitz auch ein paar Phasen hatte, wo ich das Gefühl bekam, wenn die das ordentlich weiter kombinieren, dann kriegen wir auch Probleme, das zu verteidigen. Ja, und mit dem 1-0 war es dann eben ein Schwung, den wir mitgenommen haben und Angriffe nochmal mutiger gefahren haben, ein bisschen mehr Gegenpressing hatten, um dann Bälle wieder zu erobern. Und war natürlich toll, dass wir vor der Halbzeit zwei Tore noch machen konnten und dementsprechend mit einem 3-0 Vorsprung in die zweite Halbzeit gingen. Es war klar, dass es dann auch mal passieren kann, dass der Gegner vor unser Tor kommt, ein bisschen anders spielt und anders sich nochmal präsentiert in den Zweikämpfen. So war es auch. Osnabrück kam ganz ordentlich aus der Halbzeit. Gegentor hätten wir uns trotzdem ersparen können. Irgendjemand sagte mir, der Ball war wohl wieder vor der Ecke im Haus. Kann man dann auch so sehen. Ich habe es selber nicht gesehen, keine Ahnung, aber wir müssen es einfach gut verteidigen. Und dann war so ein bisschen das Gefühl da, dass Osnabrück eben schon auch Spielanteile hatte, immer wieder Angriffe in den 16er brachte, wo wir aber mit vielen Leuten da waren und das verteidigt haben, aber wir konnten unsere Angriffe den vorne auch nicht so ganz sauber zu Ende bringen, hatten noch zwei, drei dicke Chancen, um vielleicht ein viertes zu machen, dann wäre Ruhe im Karton gewesen, so mussten wir halt bis zum Schluss zittern und brauchten dann eben auch alle Leute, die da sich reingeschmissen haben oder eben auch Nikolas, der dann ein paar Bälle noch gefangen hat, damit wir nicht noch ein Gegentor kassieren und am Ende uns über drei Punkte freuen dürfen. Etwas kurios, es gab heute ein Kopfballtor von Manuel Feil. Was sagst du denn dazu? Naja, Manu ist jetzt nicht überraschend für mich, dass der schon mal Kopfballtore macht. Wir hatten das auch schon mal in Groß-Asbach, wo er einen Kopfball reinmacht. Und wenn er da ist, hat er schon ein gutes Timing für einen Kopfball und auch kann die Bälle gut setzen. Deshalb geht es immer darum, wie genau kommen die Flanken. Und wenn er dann zum Kopfball kommt, dann hat er die Qualität, den Ball auch unterzubringen. Ich habe auch da ein bisschen gezittert, ob der Ball vom Innenpfosten dann eben auch reintrudelt oder eben an den Pfosten und dann wieder raus. Wir hatten das Glück, dass er reinging. Insofern freue ich mich auch für Manu, dass er da wieder torgefährlich war. Aber allgemein, es ist immer eine Gemeinschaftsarbeit, die mich erfreut, wenn die Jungs wirklich Gas geben. Und heute war Manu eben der Brustlöser für uns. Und trotzdem, dass Hugo sein erstes Tor, glaube ich, gemacht hat für uns. Wie er das gemacht hat, war einfach auch gut. Und ja, also alle Tore, wenn das Netz zappelt, erfreuen mich schon. Ja, ich glaube, dass wir sehr gut die Zwischenräume gefunden haben, dann aber auch im richtigen Moment die Bälle tief gespielt haben. Yannick hat super Pässe jedes Mal dann zum Tor noch gefunden. Auch das dritte, dann langer Ball, wieder tiefer Ball. Dann ein bisschen Glück natürlich auch dabei bei den zwei Treffern. Ja, ich glaube, dass wir dann auch einfach vor allem schnell und genau gespielt haben, was uns die letzten Spiele ein bisschen gefehlt hat. Wenn wir zurückblicken, nochmal auf Osnabrück, da gab es ja den ersten Dreier der Saison. Danach ging es weiter mit einem Dreier gegen den HSV. Da geht es jetzt am nächsten Sonntag hin. Was erwartest du in Hamburg? Ja, ich habe das gestrige Spiel nicht gesehen. Es ist jetzt ein Trainerwechsel passiert. Dementsprechend weiß ich nicht ganz genau, was für Veränderungen da kommen. Es war klar, dass das System, glaube ich, genauso war wie vorher, dass sie vielleicht ein bisschen anders gespielt haben. Wir fahren nach Hamburg und wollen wieder ein Event feiern und am besten auch punktemäßig das krönen, dass wir da als Außenseiter wieder hinfahren gegen einen Top-Favoriten der Liga und dann zeigen, wie mutig wir spielen können und uns auch wieder Gelegenheiten erarbeiten, aber auch in alles reinschmeißen. Also grundsätzlich soll das wieder eine tolle Fahrt werden. Wir haben viele besondere Erlebnisse in der zweiten Liga bisher gehabt. Ich möchte gerne weitere haben und unsere Fans wahrscheinlich auch. Und klar ist, dass wir einfach weiterhin Punkte brauchen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Mit drei wichtigen Zählern geht es zum nächsten Highlight-Spiel nach Hamburg. Auch ein Highlight wahrscheinlich für dich. Ja, ich glaube, zusammen mit Schalke die zwei absoluten Highlight-Spiele dieses Jahr. Ein Riesenstadion mit hoffentlich vielen Fans wieder. Ich glaube, da kann man sich einfach nur darauf freuen. Und aufgrund von den drei Punkten heute
können wir auch ganz entspannt da rangehen und das Spiel einfach nur genießen. Ja, voll. Also kann ich Manu nur zustimmen. Es ist ein absolut Top-Spiel, wo wir da vor uns haben, in einem super Stadion gegen einen tollen Gegner. Ich glaube, dass da jeder von uns wieder richtig Bock haben wird, dort zu spielen. Und nehmen uns wieder viel vor, bereiten uns die Woche gut vor und dann schauen wir, was in Hamburg geht. Kommt gut hin, vielen Dank. Danke auch. Hallo.